Ein herzliches Willkommen zurück. Hey, ich bin von Nür, Gameblessers Hobby, und wir sind hier zusammen Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession in 2K im Urwald. Na, wir sind hier auf der Jagd nach ein paar Trinity-Soldaten, weil die mich unbedingt umbringen wollen. Umkillen. Und da jag ich die lieber als die mich. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir sind hier stehen geblieben und müssen hier durch. Plus 100 Erfahrungspunkte. Leider können wir hier nirgends speichern. Das ist das Blöde. Okay, ich habe gedacht, es gab eine Videosequenz. So, schauen wir uns hier erst noch mal ein bisschen um. Jonah? Jonah, bitte komm, bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Na toll. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rock! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Es klingt nach so einer Art Showdown. Und wehe, Jonah ist wirklich tot. Das wäre natürlich echt scheiße für sie. Jeder stirbt hier momentan. Da mein Dokument. Was haben wir hier? Ansicht eines Trinity-Soldaten über Paititi. Dominguez hat uns jeglichen Kontakt mit den Einheimischen verboten. Er will nicht, dass wir sie verderben. Zum Glück hat einer der Priester Geschmack an Bourbon gefunden und mir im Gegenzug für eine Flasche seine Tracht, seine Maske und alles andere geliehen. Durch die Unterstadt zu schlendern, war wie ein Ausflug in eine 500 Jahre zurückliegende Vergangenheit. Ja, es macht schon Spaß. Ich mache ja Mittelalterdarstellung, das ist ungefähr genauso. Es sind auch so 500, 600, ja eher so 600 Jahre ab in die Vergangenheit. Das ist schon cool, auf jeden Fall. So, das heißt, hier haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Oh Gott. Ich will speichern, aber ich kann nicht. Haben wir nicht noch so 50 Sachen zu finden hier? Ich will da noch nicht hin. Ah, eine Karte. Guck an. Haben wir etwas vergessen? Natürlich nicht. Ein Relikt fehlt uns aber. Und es ist vor uns. Beziehungsweise hinter uns. Dann haben wir hier alles. Na toll. Wir haben nur einen Bogen, soweit ich weiß, ne? Jupp. So, das Relikt ist hier. Was haben wir da? Ein verzierter Helm. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Okay. Bergbauhelm, oder? Oder generell Helm für, ne, Straßenbau oder was auch immer. Da hat wohl mein Geschmack dran gefunden. Innen und außen, Story abgeschlossen. Mal gucken, ob das auch gespeichert wird. Oh mein Gott. Helft mir. Ich darf nicht sterben. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Na toll. Okay, da müssen wir wohl lang. Wow, fuck you. Ich würde sagen, wir sind auf der Flucht. Und sterben. So kriegen sie uns nicht. Scheiße. Oh nee. Jetzt darf ich alles wieder machen. Oder hat es hier gespeichert? Ich denke mal eher nicht. Ja, das war mir so klar. Okay, ich muss schneiden. Das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich nehme das jetzt nicht nochmal auf, wie ich hier jeden einzelnen langsam umbringe. Ist blöd. Wir sehen uns gleich wieder. Oh meine Güte. Und tschüss. Und da bin ich wieder zurück. Und für euch war es jetzt nur sehr kurz. Ein Bruchteil einer Sekunde, noch nicht mal eine Sekunde. Und ihr wart schon wieder hier bei mir. Während ich hier schon längst wieder eine halbe Stunde gespielt habe, ey, um hier rüberzukommen. Einmal bin ich gestorben, dummerweise. Die hatten mich plötzlich bemerkt hier hinten. Dann durfte ich das hier hinten nochmal machen. Oh, das ist so ätzend, wenn man hier stirbt. Oh Mann, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht mehr. Ich bin echt mal gespannt. Drückt mir die Daumen.
Wir gehen wieder weiter. Und diesmal dürfen wir nicht vergessen, unseren Haken zu werfen. Was sieht's geil aus. Zum Glück hat es noch funktioniert. Irgendwie hat es ja gerade gehongen, habe ich gemerkt. Auf ein neues. Meine Güte, ey. Ich muss anscheinend höher klettern, nicht nach rechts. Oh Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Und es dauert noch so lange, bis das nächste Lager kommt. Action, Baby! Na toll. Das ist scheiße, wenn man nicht sieht, wo es lang geht. Ja, Weihlauch. Achso, hüpfen. Was? Warum lässt sie los? Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr. Und noch ein Versuch. Mein letzter heute. Ich hab sonst ansonsten keine Zeit mehr. Ich muss noch spülen, ich muss noch duschen und dann muss ich ins Bett. Ich hab Frühschicht morgen. Ich muss morgen sehr früh wieder raus. Scheiße. Okay, hoffen wir mal, dass wir es diesmal schaffen. Oh mein Gott, ey. Für euch sind es ja nur... Geht's ja von einem in das andere über, weißt du? Aber für mich, ich muss da ständig 20 Minuten versuchen, erstmal wieder durchzukämpfen. Ich hab eh gedrückt, aber weil es so gehangen hat, ey, Scheißendreck, ey. Okay, ich mach morgen weiter. Ich meine, ihr kriegt's nicht mit, ich schneid's ja zusammen, aber es hat keinen Sinn mehr. Bis morgen in diesem Sinne, auch wenn es für euch in nächster Sekunde ist. Bis dann. Und ein herzliches Willkommen zurück. Für mich ist es gerade eine neue Aufnahmesession mit Versuchen, hier durchzukommen. Deswegen sage ich es jetzt mal. Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Und ja, ich bin wieder hierher vorgerannt und habe mich vorgekämpft. Jetzt sind wir wieder hier und hoffen, dass wir diesmal nicht sterben. Ich hab keine Lust mehr hier drauf, ey. Ich will ja nicht durchkommen. Schauen wir mal. Okay, ab nach oben mit dir. Boah, es ist laut auf diesen kleinen Kopfhörern, ey. Und ich kann die halt nicht leiser machen. Okay. Wow. Oh, ja, 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 ja. Hilfe! Das ist so verrückt. Wahrscheinlich schrei ich etwas. Ich weitermachen muss, dass ich
ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Okay. Die eiskalte Killerin Lara. Ich hoffe, es speichert automatisch. Oh mein Gott. Croft gehört Ihnen. Na toll. Wow, kauert ab. Haben wir hier irgendetwas einsammeln? Ne, ich denke nicht, wir haben 100%. Okay. Oh. Ich hoffe, das speichert hier. Das gibt's doch nicht, ey. Hoffentlich so per Zufall speichert wie am... Ja, bei der Überflutung, ganz am Anfang der ersten Welt, wo ich auch dann gestorben bin, gedacht habe, nein, ich darf alles wieder von vorne machen mit dem Tempel und was ich nicht alles. Und dann habe ich doch wieder bei der Sintflut direkt angefangen. Ich hoffe, hier passiert es genauso, weil es dauert noch so lange, bis so ein Scheißlager kommt. Und es tut mir leid, falls ich hier ins Mikrofon reinbrülle oder sowas, aber ich habe Haare gewaschen, dadurch habe ich jetzt hier meine In-Ear-Kopfhörer an. Da kann ich nicht, wie bei meinen normalen Kopfhörern, hier noch die Lautstärke regeln. Und demnach ist es doch ziemlich laut. Also, puh. Natürlich volle Action. Ne? Ist ja gar, deswegen lasse ich es mal so laut. Deswegen tut es mir leid, falls ich eventuell ins Mikro reinschreit dann mittendrin. Einfach ein bisschen leiser gucken dann vielleicht. Okay, wir machen weiter und hoffen, dass wir nicht sterben. Los geht's. Okay, wir haben die Waffe eingesammelt. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich will ja nicht unnötig sterben. Gibt's ein nötiges Sterben? Nee, ne? Ist immer unnötig. Wow. Da oben! War ich das? Oh, die habe ich eben gerade überhaupt nicht gesehen, ey. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Wuhu! Christus, wir müssen sie aufhalten! Wow, 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 wow. Was geht hier ab? Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Oh, wow. Nein. Alter, lass mich hier hoch. Das ist dein Ende. Wow. Leckt's mich am Arsch. Mayday! 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 Cardinal 2 stürzt ab!
Alter! Was ist das hier für eine Action? Arme Lara. Und es war mir so klar, dass der natürlich überlebt. Na gut, ich wusste es natürlich, aber... ich mit meiner Freundin zusammengespielt habe, da war mir so klar, dass das nur eine dreiste Lüge war. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Du meine Güte, ey. Was ein Spiel. Und ich hab's geschafft. Ich bin nur gerade überlegen, ob jetzt noch die Szene kommt, wo ich denke, oder bin ich doch schon woanders. Das Herz der Schlangenerrungenschaft. Jawohl, wir sind so gut. Ja. Nie wieder diese Schleichkracke da. Mission von San Juan, Peru. Das ist sie. Von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Via Veritas mit Abbys Freundin sprechen. Okay. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Boah. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Noch ein Fähigkeitspunkt, lauter Fähigkeitspunkt, ey. Erstmal geht's hier hin. Neues Basslager entdeckt. Ja! Ich hab's geschafft. Ich musste da ja so oft neu anfangen, ey. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Meine Güte. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt. Und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity.
Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen einmal das hier. Drei Feinde gleichzeitig. Drei auf einen Streich. Mit vollständig gezogenem Bogen ziehen sie mit. Halten sie, zoomen sie auf drei separate Feinde. Aber schießen werden alle drei Feinde gleichzeitig getroffen. Sehr schön. Oh, ich war... Das war ja so actionmäßig drauf hier gerade alles. Wir haben ja neue Waffen gekauft und die können wir jetzt alle upgraden. Zumindest versuchen wir es. Das hier möchte ich gerne upgraden. Mal gucken, wie stark das wird, aber ich glaube nicht allzu stark. Nee, nicht wirklich. Aber wir haben halt eben einige Sachen zum Erhöhen. So, Munitionskapazität hat das Ding natürlich sehr viel. Das ist natürlich eigentlich ganz cool, aber das hier hat einfach viel, viel mehr Schaden. Das hier hätte schon allein mehr Schaden. Egal, wir nehmen das da. Achso, ausrüsten, so. So, hier haben wir noch eine neue Waffe, die wir verbessern können. Die hat natürlich nicht viel Schaden. Dafür aber allerdings eine sehr hohe Feuerrate. Klar, natürlich. Ist eine Maschinenpistole in klein. Sehr viel Munition natürlich drin und sehr gute Präzision, ehrlich gesagt. So. Die hier kann ich upgraden? Flussfalke? Gar nicht wahr, verarsch mich nicht. Achso, da unten steht es auch. Vollständig, 4 Upgrades, vollständig erhalten. Oh, geht sogar noch weiter. Vollständig. Das Ding kann man gar nicht verbessern. Vollständig. Alles klar, wunderbar. So, das Ding hier, das hier fehlt uns noch mit upgraden. Gucken wir mal, ob wir das auch noch voll kriegen. Hat nicht sonderlich viel Schaden. Jawohl. Alles voll. Sehr schön gearbeitet hier, hat natürlich eine sehr hohe Feuerrate und Zielgeschwindigkeit ist ganz gut, Halbzeit auch, aber Schaden geht dafür gänzlich drauf, ehrlich gesagt. Das Ding nehmen wir natürlich nicht, wir nehmen wieder unseren Bogen, den wir vollständig verbessert hatten. Jetzt weiß ich gerade nur nicht, welcher das ist. War das der hier? Der Atlantenbogen, den hatten wir uns gekauft, genau. Da ist der hier allerdings besser. Herz des Adlers. Genau, wunderbar. Da haben wir wieder alles ausgewählt, was wir brauchen. Und sind bei 24 Minuten, das heißt, der Teil ist endlich vorbei. Wir haben es geschafft, Leute. Juhu! Okay, dann hoffe ich, hattet ihr auch euren Spaß, genau wie ich. Wobei, es war schon ziemlich nervig, diesen ewigen großen Weg da ständig aufs Neueste zu laufen, dann das Gekletter, dann noch das Rumgeschießen. Wobei ich beim Rumgeschießen gleich beim ersten Mal durchkam, das war sehr gut. Vielleicht war die Pause gar nicht mal so verkehrt. Und, ja, ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, die eher nervig als schwer ist. Und ja, mit mir von Nöhr Gamblers als Hobby. Bis denn und viel Spaß noch und tschüss.